Tja, es soll ja Leute geben, die behaupten, in St. Gallen würde es hin und wieder regnen. So ein Quatsch, in St. Gallen regnet es nie. Allerdings kann es auch vorkommen, wenn man gegen diese Leute eine Wette verliert, muss man sich so ein T-Shirt im nächsten Video anziehen. Immerhin, das T-Shirt ist relativ bequem und ja, halbwegs flauschig. Aber das mit diesen Regengerüchten, das müssen wir jetzt ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Und dazu habe ich mir technische Hilfe geholt. Hier oben, genau, die Netatmo Wetterstation. Ja, da kommt die Netatmo Wetterstation, der Windmesser und das Wichtigste, der Regenmesser. Auf Französisch heißt es ein bisschen schöner, Pluviomètre. Ausgepackt habe ich die drei übrigens, als es noch ein bisschen schöner Wetter war. Es muss irgendwann September, August gewesen sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Na, ja, wir kürzen hier wieder ein bisschen ab. Ist einfach eine Schachtel mit Plunder drin. So, da kommen die zwei. Einer für drinnen, der Große und der Kleine ist für draußen. Der Große, große Freude, Micro-USB. Muss man ihn nur noch diskret platzieren, wo er nicht so auffällt. Sieht ja doch sehr Science-Fiction-mäßig aus, da dieser Zylinder. Und draufdrücken, verbinden, los geht's. Den anderen stellen wir draußen hin. Das Regenteil muss auch natürlich nach draußen. Ja, da oben regnet es dann rein und dann wird gemessen. Und das Winddings auch nach draußen. Wer genau hinschaut, sieht, ich habe mir selber Halterungen gebastelt. Die offiziellen waren mir ein bisschen zu teuer. Ja, und dann kann man in der App alles anschauen. Die App ist sehr übersichtlich. Ich mag sie auch auf dem iPad. Oben sieht man das Wetter draußen, unten die Temperatur drinnen. Da die zwei Regentröpfchen zeigen schon, es regnet gerade. Können wir noch eins weiter sehen, wie den Wind. Ganz ehrlich, ich kann mit Windgeschwindigkeiten nicht wahnsinnig viel anfangen. Ich sehe einfach, wenn es mehr oder weniger ist. Unten noch die Luftqualität sagt uns, ich muss bald mal wieder lüften. Und zum Glück ist es nicht allzu laut hier. Sehen wir noch Werbung? Nein, wir wollen nicht noch einen kaufen. Ah ja, das ist toll, die Karte, da sieht man. Ja, erstens sieht man, dass sehr, sehr viele Leute in St. Gallen auch Netatmo-Stationen haben. Und man kann dann auch schauen, wie sieht es mit Regen aus. Ja, die melden alle auch Regen, manche melden ein bisschen mehr, manche weniger. Zoomen wir noch ein bisschen weiter raus. Ja, in der Ostschweiz gibt es sehr viele von diesen Regendingern. Wind gibt es ein bisschen weniger. Mal schauen, ob der Wind überall in dieselbe Richtung bläst. Ja, sieht plus minus danach aus. Wäre ja noch. Was kann man noch in der App? Genau oben rechts sind die Kurven. Und jetzt wird es natürlich spannend. Die Regengrafik. Ja, da der große Ausreißer ganz links. Da habe ich anfangs, als ich es installiert habe, mal Wasser reingeschüttet, weil es einfach nie geregnet hat. Oktober hat es dann doch ein bisschen geregnet in St. Gallen. November ist jetzt wieder, ja, fast kein Regen. Ich musste ewig warten, bis ich dieses Video endlich mal aufnehmen konnte. Aber heute hat es ja zum Glück geregnet. Was kann man noch angucken? Ja, den Luftdruck, auch immer spannend, wenn man das auch über längere Zeit erfasst. Hat man das eine Kurve? Was wollen wir uns noch anschauen? Geräuschpegel ist eher unspektakulär. Ja, Temperatur sieht man, es wird langsam Winter, auch in St. Gallen. Ja, und da sieht man auch, ich habe es tatsächlich im September in Betrieb genommen. Da war es noch deutlich wärmer. Spannend auch jeweils die Temperaturschwankungen zu beobachten. Was haben wir noch? Wind. Ja, wie gesagt, ich kann mit Windzahlen nichts anfangen, aber ich finde es erstaunlich, wie Wind-Tageszeit abhängig ist. Das war mir überhaupt nicht klar. Vielleicht habe ich im Geografieunterricht auch einfach zu schlecht aufgepasst, aber wirklich sehr, sehr spannend. Ja, fürs Fazit bin ich dann doch lieber wieder an die Wärme gekommen. Kamera ist halbwegs wieder trocken. Naja, so halb. Auf jeden Fall, was soll man zum Netatmo-Wetterset noch sagen? Naja, in
Zeichen von fantastischen Wetter-Apps mit Wetterradars, Regenradars, allen Schikanen, ist es natürlich ein bisschen ein Anachronismus, alles wieder selber messen zu wollen. Ist im Sinne von Schwarmintelligenz ja eigentlich nicht mehr nötig, kann man ja alles aus dem Netz beziehen. Aber ich muss sagen, meine Zeit mit der NetAtmo-Wetterstation hat überraschend viel Spaß gemacht. Ist wirklich so ein kleines Bastelprojekt für Leute, die Freude am Wetter haben, die Freude an Computern haben. Ja, wirklich ein lustiges Spielzeug und nicht umsonst auf meiner Weihnachtsgeschenke 2020 Liste. Ja, genau, die habe ich jeweils für den Tagesanzeiger, die Zeitung, für die ich arbeite. Da schreibe ich jeweils pro Jahr irgendwie so 6-7 Geschenktipps und diese NetAtmo-Wetterstation wird dieses Jahr einer davon. Gibt sie natürlich schon ewig lange, ich hatte noch nie Zeit, die auszuprobieren. Jetzt habe ich endlich mal Zeit gehabt, die auszuprobieren und konnte ja auch ein bisschen dieses T-Shirt des Kollegen Jean-Claude widerlegen. Ja, nein, es regnet in St. Gallen wirklich nicht immer. Falls dieses Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben, falls nicht, Daumen nach unten. Und falls ihr Fragen zur Wetterstation habt, falls ihr Fragen zum T-Shirt habt, ja von mir aus auch, aber Fragen zur Wetterstation beantworte ich gerne unten in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.